Während Corona ist es still geworden in unserer Region und auch in der Landesmusikschule. Mittlerweile, wie Sie hören, hört man wieder etwas. Und diese schönen Töne produziert der Direktor der Landesmusikschule, Herr Magister Kurt Tischlinger. Der Kurt wird uns etwas erzählen, wie diese Zeit von Corona in der Musikschule gelaufen ist. Gleichzeitig ist er auch Obmann des Kulturforum Landl. Das ist die Organisation, welche die berühmten Landlwochen jedes Jahr auf die Beine stellt. Und auch hier wird er uns erzählen, ja, wie sich die dramatischen Ereignisse hier zugespielt haben. Servus Kurt. Hallo Günther. Kurt, wir beginnen mit den Landlwochen. Da hat euch ja Corona einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht, gell? Ja, wir sind mit einem blauen Auge davongekommen. Die Landlwochen 2020 sind ersatzlos gestrichen worden. Aber wir haben zwar die ganzen Landlwochen geplant, aber sind dann doch nicht ganz in die Werbung hineingegangen, weil eben abzusehen war, dass die Landlwochen nicht stattfinden können, und haben so uns ein bisschen Werbeausgaben gespart. Wir haben zwar den Folder drucken lassen, aber der ist dann auch nicht mehr ausgeliefert worden. Also das ist sozusagen nicht in das Existenzielle reingegangen für den Verein? Ja, für den Verein ist es ein blaues Auge, aber wir arbeiten im Prinzip schon an der Planung für die Landlwochen 2021. Ja, jetzt haben sich viele Menschen schon auf diverse Kunst- und Kulturereignisse im Rahmen der Landlwochen oder nicht vorhandenen Landlwochen 2020 gefreut. Wird da was mitgenommen ins nächste Jahr? Wie schaut es da aus? Ich denke, dass in den Landlwochen 2021 einige Programmpunkte der heurigen Landlwochen drinnen sein werden, aber es ist auch sicher, dass die nächsten Landlwochen nicht eine Wiederholung oder nicht die Landlwochen 2020 sein werden. Ja, wird vieles neu sein. Vielleicht gibt es auch ein Gitarrenspiel 2021. Wir werden sehen. Jetzt dürfen wir auf jeden Fall noch ein bisschen zuhören. Gut, wie habt ihr die Lockdown-Maßnahmen in der Musikschule erlebt? Wir haben am 13. März erfahren, dass alle Schulen in Oberösterreich oder in Österreich ab 16. März geschlossen sind. Dieser Lockdown hätte ursprünglich dauern sollen bis nach Ostern, wurde dann um 2 Wochen verlängert, und wir haben dann wieder begonnen mit einem Rumpfbetrieb in der Musikschule, nämlich es wurden alle Nichtbläser im Einzelunterricht unterrichtet, und jetzt wieder ab 3. Juni haben wir wieder Vollbetrieb in der Musikschule. Auch die Bläser werden wieder unterrichtet und es gibt auch wieder Tanz. Also es dürfen alle wieder reinkommen, wahrscheinlich aber unter speziellen Maßnahmen. Auf was ist denn da zu achten? Ja, wir haben im Haus eine Maskenpflicht auf den Gängen, und im Unterricht gilt diese Maskenpflicht nicht, aber natürlich die Abstandsregeln, und die sind dann wieder je nach Instrument verschieden. Bei den Bläsern sind die größer, zum Beispiel wie bei den Pianisten. Ja. Was gibt es denn noch für Unterschiede? Ich kann mir vorstellen, Abstände sind nicht nur bei den Bläsern ein Thema, sondern auch wenn es darum geht, dass man sagt, okay, da gibt es ein Schlagzeug, die brauchen ja sowieso mehr Platz oder so. Also es wird wahrscheinlich einiges überdacht werden müssen. Ja, also an und für sich sind diese Abstandsregeln kein großes Problem für uns. Unsere Zimmer sind groß genug, dass wir diese Abstandsregeln einhalten können. Bei den Bläsern sind es 3 Meter, und unsere Zimmer sind so groß, dass diese 3 Meter leicht möglich sind. Ja. Wie viele Lehrer und Lehrerinnen und wie viele Schüler und Schülerinnen waren jetzt von dieser Untätigkeit eigentlich betroffen? Also an der Landesmusikschule Christkirchen mit den Zweigstellen in Schallerbach und Hofkirchen werden insgesamt 1300 Schüler unterrichtet, und zwar von 54 Lehrpersonen. Und die alle waren natürlich jetzt
praktisch ohne Unterricht. Und jetzt habt ihr Gott sei Dank da eine Zwischenlösung gefunden und habt euch der modernen Medien bedient. Wie ist denn das gelaufen? Die ersten 4 Wochen war wirklich gar kein Unterricht und dann wurde oberösterreichweit im Landesmusikschulwerk damit begonnen, Online-Unterricht einzurichten. Das heißt, mit den Plattformen WhatsApp oder Skype oder Zoom wurde Distanzunterricht gemacht, ja, anstelle des Präsenzunterrichtes. Wie ist das gelaufen? Weil du hast es ja schon gesagt, Distanz anstelle von Präsenz. Und gerade in der Musik kann ich mir vorstellen, ja, wahrscheinlich braucht es die Präsenz. Ne? Ja, erstens wurden die Schüler nach Ostern gefragt, für welche Unterrichtsform dass sie sich entscheiden. Das heißt, sie konnten sich für den Online-Unterricht anmelden oder sich für den Rest der Corona-Pause beurlauben lassen. Und diese Beurlaubung haben ungefähr 1/3 der Schüler in Anspruch genommen und 2/3 der Schüler haben sich für diesen Online-Unterricht entschieden. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben sehr viel dabei gelernt, sowohl Lehrer wie Schüler. Ja. Wir haben gelernt, mit diesen Dingen überhaupt umzugehen. Viele Lehrpersonen waren ja dann nicht wirklich firm, aber das geht dann sehr schnell, dass man sich bei Skype oder bei Zoom auskennt. Und man muss schon sagen, es ist eine Art von Unterricht doch auch möglich, die auch Sinn macht. Ja? Aber ganz klar, ein Online-Unterricht kann einen Präsenzunterricht mit einem engagierten Lehrer nicht ersetzen. Was ist dann das Resümee aus diesem Online-Unterricht? Na, ich denke, dass der Online-Unterricht in Zukunft eine Ergänzung zum Präsenzunterricht sein wird, sodass wir noch enger während der Woche mit dem Schüler in Kontakt bleiben können. Ja, aber ich glaube daran, dass jeder Schüler einmal in die Woche einen Präsenzunterricht in der Musikschule braucht, daran wird sich in Zukunft nichts ändern. Dann freuen wir uns, wenn bald wieder zahlreiche Töne hier im Hause erklingen und auch in den Zweigstellen. Und du lässt jetzt auch noch einmal etwas erklingen. Gerne.